wenn wir hier Flüchtlinge nicht mehr unterbringen können, dann ist Schluss. Wissen Sie, das hat langsam nichts mehr mit Politik für das Volk zu tun. Da kriege ich ja selbst ich Schnappatmung. Ja, an der Ampel arbeite ich mich schon gar nicht mehr ab. Das weiß inzwischen jeder, dass das eine Zusammenballung von Irrsinn ist. Bestsellerautor Peter Hane hat das Schweigen. Also Moderator, Bestsellerautor und Publizisten Peter Hane. Warum mögen die Leute das, was du schreibst? Die Eltern sind doch die eigentlichen Verbrecher. Herr Hane, herzlich willkommen bei der Jungen Freiheit, wieder mal. Ja, ich bin ja gerne bei Ihnen sowieso, aber nicht, dass die Zuschauer jetzt denken, ich sei hier festgewachsen im Sinne von Klebeextremisten, die hier mit Patrick sind, sondern wir sind ja Nachbarn, zufällig. Ja. Das heißt, Wenn ich vom Frühstück aus dem Fenster gucke, kann ich sehen, ob Sie auch wirklich arbeiten. Sehr gut, aber es macht ja auch Spaß, wenn Sie mal vorbeikommen, weil wir haben gerade erst 400.000 auf YouTube geknackt. Ist ein Wahnsinnserfolg mit dem Buch. Wir spüren das, unsere Lager sind leer. Jedes Mal, wenn wir runtergehen und fragen, wo sind die Bücher, sind sie gerade gekommen und schon wieder weg. Ja, ja, das also, ist ganz, ganz toll. Also muss ich sagen, bei aller Bescheidenheit, aber damit hätte ich so extrem auch nicht gerechnet. Kaum ist eine neue Auflage da oder Nachdruck, ist ja nicht immer gleich dann eine neue Auflage, sind die sofort wieder weg. Ich fuhr gestern bei Amazon vorbei und hier bei der Hauptlager vor den Toren Berlins, kam aus Bautzen und da war eine ganze LKW-Kolonne. Und da habe ich doch in aller Bescheidenheit gedacht, die sind alle beladen mit meinem Buch Aufstand gegen Idiotie und Ideologie. So muss es gewesen sein, anders kann man es nicht sagen. Bautzen sagen Sie, also Sie waren in Dunkeldeutschland unterwegs. Ja, das ist, also ja, da ist es ja wirklich ganz dunkel. Also ich war in Greifswald am Sonntag und dann Mitte der Woche. Das ist schon bewegend. Also das... Sie müssen sich vorstellen. Also sagen, was war da los? Also, wo waren Sie? Die eingeladen haben mich quasi jeweils Abgeordnete des Stadtrats, sowohl in Bautzen als auch in Greifswald, die so reine Bürgerparteien sind. Also noch nicht mal eine Partei, sondern Vereine, also Bürger für Bautzen zum Beispiel. Also so kommunale Vereinigung. Ja, kommunale Vereinigung, die jetzt auch wieder Kommunalwahl im Juni kandidieren und sie rechnen damit und vor allem nach dieser riesigen Veranstaltung, dass sie sogar die absolute Mehrheit im Stadtrat kriegen. Ähnlich ist es in Greifswald, wo ein ganz tapferer Abgeordneter Thomas Kerl dort und in Bautzen ist es vor allem der Bauunternehmer Jörg Dietz, der sich engagiert. Der könnte auch sagen, ich nehme meine Millionen und fahre nach Kalifornien. Der engagiert sich. Natürlich ist man dann sofort abgestempelt, rechtsradikal und wer weiß was, weil er sich, oder die beiden jeweils, sich natürlich von diesen Altparteien distanzieren und sagen, uns geht es hier nicht mehr um, dass wir hier Befehlsempfänger sind aus Berlin oder jetzt aus Schwerin, Landeshauptstadt oder Dresden, sondern wir wollen hier für unsere Bürger arbeiten. Und wenn wir hier Flüchtlinge nicht mehr unterbringen können, dann ist Schluss. Und da kann uns weder Herr Kretschmer oder Frau Schwesig oder Herr Scholz oder Herr Merz oder was sagen. Es geht ja oft um diese kommunalen Probleme. So, weil Sie aber Dunkeldeutschland sagen. Ich kann nur eins sagen, für mich ist der Osten, also die neuen Bundesländer, die da gar keine neuen sind, Sachsen gab es schon länger als Nordrhein-Westfalen, aber das ist für mich der hellste Teil Deutschlands. Warum? Weil die merken, was läuft durch ihre Diktaturerfahrung. Zweitens, weil sie mutig sind. Die haben gesagt, wenn wir gegen Erich aufgetreten sind, und wir mussten riskieren, dass unser Leben von russischen Panzern überrollt wird. Siehe China, Peking und so weiter. Es wusste man doch alles gar nicht, dass das so friedlich ist. Die werden doch wohl, so sagen sie mir, dieses lächerliche Regime hier in Berlin, das ja, wie ich schreibe, aus Idioten, also aus Nichtfachleuten besteht, da lachen die ja nur drüber. Die gehen mutig auf die Straße. Die gehen mutig in den Elternbeirat oder Kindergarteneltern oder was auch immer und sagen, wir wollen nicht, dass unsere Kinder ideologisch verseucht werden durch diesen Gender-Unsinn oder so. So, aber wenn ich hier mal Joachim Gauck treffe, der hat ja irgendwas mit den Augen und hat immer eine Sonnenbrille. Dann sage ich, Herr Bundespräsident, sind Sie auf dem Weg nach Sachsen?
guckte etwas irritiert. Und da sage ich, ja, also Sie haben eine Sonnenbrille auf. In Sachsen strahlt die Sonne ununterbrochen, ist das hellste Land. Denn er hatte ja, muss ich vorstellen, als Ossi gesagt, das ist Dunkeldeutschland. Für mich ist die tiefste Finsternis neben allen Bundesländern, die wir haben, da wo ich wohne, in Berlin. Hier ist es ja quasi ununterbrochen dunkel. So viel Irrsinn wie von der CDU geführten Landesregierung kann man in Deutschland nirgendwo wiederfinden. Also in Ihren Vorträgen, wenn man einschaut, kritisieren Sie schon sehr stark die CDU. Stärker sogar als die Grünen, hat man manchmal den Eindruck. Ja, also an der Ampel arbeite ich mich schon gar nicht mehr ab. Das weiß inzwischen jeder, dass das eine Zusammenballung von Irrsinn ist. Also wissen Sie, wer Cannabis legalisiert, wahrscheinlich in der Erkenntnis, dass man diese Politik nicht anders ertragen kann als unter Drogen. Wer hier, also das ist so absurd. So absurd. Das brauche ich nicht mehr zu kritisieren. Aber was mir weh tut, nach 50 Jahren Arbeit mit engen Kontakten zu Helmut Kohl, ich könnte ja, wenn ich die Archive aufmache, enge Kontakt zu Merkel zu Anfang, ich könnte ja hier Bände erzählen, weil die Enttäuschung, ich muss ja erstmal sagen, es ist wirklich eine Enttäuschung. Es ist eine menschliche Enttäuschung, wenn ich einen Mann wie Merz sehe, von dem ich weiß und immer wusste, wie er wirklich denkt. Ein ganz konservativer, katholisch geprägter, im Sauerland verwurzelter Politiker. Und wenn ich sehe, was daraus geworden ist, die CDU und die CSU sind das Hauptproblem in Deutschland, weil sie sind ein Totalausfall. Ein Totalausfall. Sie müssten gegen das Demokratieförderungsgesetz vorgehen, und zwar massiv. Sie müssten gegen eine Brandmauer sein, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. Sie haben einen Innenminister in Sachsen. Deswegen bin ich ja so gerne nach Bautzen gefahren zu der Kundgebung. Da waren ja, die Halle war ja schon 2 Stunden vor der Veranstaltung überfüllt und der Rest stand draußen. Da stellt sich der Innenminister Schuster von der CDU vor die Demonstranten-Demo gegen rechts, in Klammern. Da waren 200 Leute, mit sowas gebe ich mich gar nicht erst ab. Aber trotzdem, er sieht die Fahnen der Antifa. Er musste das alles sehen. Und dann sagt er, ihr seid meine wichtigsten Mitarbeiter zur Rettung der Demokratie. Da kriege ich ja selbst Schnappatmung und sage, entweder ist der 1. April oder der Mann hat Cannabis genommen oder er meint das ernst. Hier in Berlin ist, und die Junge Freiheit hat das ja aufgedeckt, den Polizisten verboten, die deutsche Fahne zu zeigen, wenn die Fußball-EM hier ist. Erinnern Sie sich noch an das Sommermärchen? Da war hier alles in Schwarz-Rot-Gold und natürlich jeder Polizeiwagen mit riesigen Fahnen. Das war doch eine nationale Begeisterung. Aber die Regenbogenflagge dürfen Sie noch haben. So, das ist ja, wissen Sie, in einem CDU-regierten Land. Mhm. Gucken Sie sich Bayern an. Bayern ist ja das Schlimmste. Erst sagt Herr Söder, wir müssen überall Kreuze haben. Nach der Wahl, wo ihn Leute deshalb gewählt haben, sagt er, es war ein Fehler. Das würde ich nie wieder machen. Jetzt tauscht er quasi die Kreuze, ich übertreibe es mal ein bisschen, durch Regenbogenfahnen aus. In der Staatskanzlei, auf der Staatskanzlei in München die Regenbogenflagge. Es gibt eine Regel, dass Flaggen immer politisch neutral sein müssen. Also erlaubt es eigentlich nur die deutsche Fahne, die Landesfahne und die Europafahne, diese 3 Flaggen. Jetzt hängt wie ein Staatssymbol noch der Regenbogen daneben und als 5. dann noch als Krönung die Ukraine. Klar, dass diese ganzen Waffenhändler das brauchen, damit man das möglichst in die Länge zieht. Wissen Sie, es ist doch ein Wahnsinn. Der Papst sagt nun mal etwas Richtiges, was mich bei dem Papst ja wundert, der ist ja sonst modisch.
und sagt, die weiße Flagge hissen für Verhandlungen. Die einzige, die ihn verteidigt, ist die Atheistin und Kommunistin Sarah Wagenknecht. Die CDU steht auf Tischen und Bänken und verdammt diesen Papst. Päpstlicher als der Papst. Ja, aber daraus wird, er habe die Ukraine aufgerufen zur Kapitulation. Ja. Und jetzt sage ich Ihnen, der Bildungsnotstand in Deutschland ist so gefährlich, dass er unser Land inzwischen wirklich in die Gefahr eines Krieges bringt. Weiße Fahne hissen ist keine Kapitulation, sondern heißt, ich bin sofort bereit zu Verhandlungen. Waffenstillstand für Verhandlungen, das ist die weiße Fahne. Die weiße Fahne ist keine Kapitulation. So, also erstmal von der Bildung her ist das schon irre, aber wissen Sie, Herr Kiesewetter, den wahrscheinlich unsere Zuschauer hoffentlich gar nicht kennen. Aber das ist der Außenpolitiker von CDU und CSU. Der fordert ja jetzt, dass wir die Ministerien in Moskau beschießen sollen. Also ich habe erstmal gedacht, der Mann steht unter Alkohol oder unter Cannabis oder was auch immer. Diese Waffenlobbyistin mit dem Vierfachnamen, also die Frau Flack-Rheinmetall, es kann gar nicht genug Waffen geben. Herr Merz tritt jetzt auf. Waffen, Waffen, Waffen. Und sie hat jetzt auch diese Wahlplakate für die EU. Sie ist ja Spitzenkandidatin, Sie meinen Strack-Zimmermann. Ja. Sie tritt auf als die Eurofighterin. Ja, man muss sich das alles vorstellen. Also ich kann nur hoffen und beten, dass die Leute aufwachen und diese Frau dahin verbannen, wo sie hingehört, in einen verdienten Ruhestand. Dann kann sie sich ja nochmal Gedanken machen, dass sie ein Drittel der deutschen Wähler als Haufen Scheiße bezeichnet. Ja. Das ist ja O-Ton. Das ist inzwischen so. Und jetzt sage ich nochmal CDU. Wenn Sie die CDU in ihrer wahren Identität und Pragmatik kennenlernen wollen, müssen Sie nach Berlin kommen. Hier dürfen also Polizisten die deutsche Fahne nicht zeigen. Wenn Sie sich als Flüchtling, als männlicher Flüchtling, als Frau fühlen, dürfen Sie nicht mehr abgeschoben werden. Und das Hauptproblem dieser Stadt am letzten Donnerstag vor dem Weltfrauentag, den es ja nur bei den irren Berlinern als Feiertag gibt. Die haben noch gar nicht gemerkt, dass es 195 Geschlechter gibt. Also haben sie Steinzeit geglaubt, es gäbe nur zwei Geschlechter, also müsste die Frau jetzt einen extra Feiertag haben. Da sehen Sie mal, wie bekloppt das ist. Ich vertrete ja jetzt die These, es gibt 195 Geschlechter, wir brauchen jetzt 195 Feiertage und dann müssen wir in Berlin nicht mehr arbeiten. Und ich bin der Meinung, dass die CDU spätestens nächstes Jahr auf die Idee kommt. Da müssen Sie sich vorstellen, verfolge ich die Debatte des Abgeordnetenhauses. Der Witz ist ja, dass ich mir das alles angucke. Mir kann doch keiner was sagen. Das Hauptproblem am Donnerstag letzter Woche war, dass die SitzpinklerInnen und PenisträgerInnen diskriminiert sind, weil es Pissoirs in den öffentlichen Toiletten gibt. Zu Deutsch, der Mann ist schneller fertig als die Frau. Die muss ja erst warten, bis eine Kabine frei ist. Es wird ernsthaft diskutiert im CDU-regierten Berlin, auch noch mit dieser abscheulichen Sprache. Und ich stelle mir immer PenisträgerInnen vor. Vor allem die weiblichen. Ja, genau. Also wissen Sie, der Wahnsinn nimmt hier seinen Lauf. Und dann kann ich nur sagen, mein neues Buch, dessen Manuskript ich ja erst Ende Januar abgeschlossen habe, bewahrheitet sich in einer unglaublichen Weise. Jetzt sind wir nochmal bei der CDU. Wo ist ja das mit den Sitzpinklern angefangen worden? In der CDU, also Sachsen, Hauptstadt Dresden. Wenn Sie da auf dem Bahnhof aufs Klo wollen, entweder Sie machen sich als Mann in die Hose oder Sie verpassen den Zug. Es gibt keinen Mittelweg. Da hat man die Pissoirs abgeschafft. Nee. Ja, die Pissoirs sind jetzt weg. Das heißt, ich muss als Mann anstehen, um in eine Kabine zu kommen, wo eigentlich ja nur Frauen rein sollten. Wissen Sie, das hat langsam nichts mehr mit Politik für das Volk zu tun. Und für mich ist CDU und CSU der Totalausfall in Deutschland und ich werde dazu nicht schweigen. Es gab jetzt einen Vorwurf, den die Junge Freiheit aufgedeckt hat. Es gab einen Bildungsplan für die oder einen Plan für Kitas.
dass man Erkundungsräume für Kitas zwischen 0 und 6 einführen soll. Und wir haben darüber berichtet, exklusiv. Heute erfahren wir aus dem Tagesspiegel, dass die CDU-geführte oder die CDU-Ministerin Günther Wünsch jetzt zurückrudert. Ist das die mit dem Wegner im Bett liegt? Genau. Ja, es ist doch absurd. Also wenn Sie das jetzt sehen, meine Damen und Herren, Sie können doch nur verzweifeln. Ein CDU-regierender Bürgermeister liegt mit seiner Schulsenatorin im Bett und das wird offiziell als wunderbar. In jeder Firma gilt die Compliance-Regel, die doch extra eingeführt worden sind. Wenn es auf der Führungsebene diese Liaisons gibt, muss einer gehen. Hier wird alles über den Haufen geworfen. Aber ich meine, das ist ja, wissen Sie, dieser Regenbogen-Wegner, es gibt ja nichts Absurdes, was der, die junge Freiheit hat ja tausend andere Sachen auch aufgedeckt, was der hier macht. Also wir haben inzwischen Berlin zu einem riesigen Darkroom, deswegen ist es hier so dunkel, mit einem riesigen Darkroom. Es ist die absurdesten Dinge. Nur, jetzt sage ich aber mal mit Erich Kästner, jede Regierung hat ein Volk, das sie gewählt hat. Ich habe gar kein Mitleid mehr, nur Mitleid mit den Kindern. Die Kinder sind durch Corona zugrunde gerichtet worden. Jetzt werden sie durch die Sexualisierung zugrunde gerichtet. Sie glauben doch nicht, dass so ein Kind jemals noch vernünftige Sexualität hat oder eine Bindungsfähigkeit, so alles irre. Die Kinder tun mir leid. Die Eltern sind doch die eigentlichen Verbrecher. Warum gehen die Eltern nicht auf die Straße? Warum sagen die Eltern nicht, wir boykottieren Kitas und Schulunterricht? Wir schicken unsere Kinder nicht mehr in diese Schulen. Dann soll doch die Polizei kommen und sie abholen. Und deswegen ist das mein ganzes Anliegen, auch mit Büchern und allem, die Leute aufzurütteln und zu sagen, wehrt euch. Aber eine Frage stellt sich mir doch noch, warum ist die CDU nicht mehr konservativ? Und sie trägt ja den Namen C in sich, also christlich. Das ist das Allerschlimmste. Ich bin ja sozusagen der Nachfolger von Kardinal Meißner. Das freut jetzt wieder die frommen Pietisten, wenn die das hören, weil ja für die Katholiken ist das ja das Allerschlimmste. Also für die ist die Katholiken das Allerschlimmste. Also, wobei ich gerade aus diesen Kreisen eben beißende Kritik kriege. Auf mich kommen ja Atheisten zu, jetzt in Bautzen oder in Greifswald. Also es ist manchmal schon so, ich ziehe mich jetzt auch erstmal ein paar Wochen zurück. Es wird jetzt zu viel, weil dann ist man auch in der Gefahr, Bescheidenheit zu verlieren. Dürfen wir sie einmal umarmen? Sie geben uns so viel Trost. Die Gottesdienste, die ja im Internet stehen von mir, haben ja irre Einschaltquoten. Das erreicht Menschen, die noch nie was vom Glauben gehört haben und die sagen, wie gut, dass es sie gibt. Das ist schon etwas Rührendes. Und Kardinal Meißner Köln, wenn der hier in Berlin auftrat, habe ich alles erlebt, bei Merkel, dann wackelten die Wände, die hatten alle Respekt. Jetzt kommt die katholische Kirche. Wenn heute ein Bischof kommt, lachen die Hühner. Haben Sie mal jemals einen Bischof in einer Talkshow gesehen? Die sind ja selbst für die linken Talkshowmacher so absurd links, dass sie schon gar nicht mehr eingeladen werden. Also man kann manchmal nicht unterscheiden zwischen Grünen Parteitag und einem katholischen schreibt oder ja einem selbst Kirchentag. Ulf Poschardt, Chefredakteur von Welt und Welt am Sonntag, sagt, wenn ich da in Gottesdienst gehe, bin ich auf dem Parteitag der Grünen und der linken Jugend. Aber ich will nur sagen, merkt die Kirche gar nicht und die Christen, dass sie von niemandem mehr ernst genommen werden. Sie werden nirgendwo mehr eingeladen. Die Kirche findet quasi gar nicht mehr statt. Und deswegen sage ich, also Meißner hatte immer ein Credo, schon vor 20 Jahren. Der CDU und der CSU muss man das C verbieten. Weil, und der Meinung bin ich auch, es gibt keine christliche Politik. Die kann es gar nicht geben, weil wir in einer Welt leben, die eben vorläufig ist. Also eine gefallene Welt, sagt die Bibel. Also eine Welt, in der Teufel auch am Werk ist. Es gibt keine heilen Zustände. Und das Paradies haben wir eben verloren. Schlange. Und deswegen, es gibt nur Christen in der Politik. Und Christen gibt es in allen Parteien. Ich betone allen.
Sogar in der Linkspartei. Natürlich in der AfD. Und immer weniger in der CDU. Weil wir erleben doch die Totalauflösung. Die CDU wünscht jetzt den Musliminnen und Muslimen, man beachte bitte diese elende Gendersprache, den Jüdinnen und Juden, den Christinnen und Christen, also jetzt sind die Musliminnen und Muslime, dieselbe CDU übrigens, die beim letzten Parteitag offiziell zu einer ökonomischen Andacht eingeladen hat, also was ökumenisch eigentlich. Ökumenisch, ja. Ökonomisch. Ach, also, jetzt ist eine Nein, weil sie keine Ahnung mehr haben vom Christentum. Ach, die haben sich, das war ein Fehler. Natürlich ein Fehler. Und also als nächstes werden sie zu einer ökologischen Andacht einladen. Wissen Sie, da sieht man doch an diesen Beispielen, dass sie mit dem Christentum überhaupt nichts mehr zu tun haben. Das findet da gar nicht statt. Und dann wird dieser Internetauftritt oder diese Fliese da, die da gemacht worden ist mit den Segenswünschen für den Ramadan und in Frankfurt, CDU-regiertes Hessen, haben sie ja die entsprechende Beleuchtung, wird als erstes bejubelt von den letzten Konservativen, die es noch in der CDU gibt. Denn ich kann das ja, ich kenne ja die, ich kenne sie doch alle, die dann sofort großartig, großartig, großartig. Und wissen Sie, was das Tollste ist? Und da muss ich sagen, hört der Spaß auf. In die Enge getrieben von der Mehrheit der Bevölkerung, gab ja einen Shitstorm. Ja, aber das ist ein wichtiger Beitrag gegen den Antisemitismus. Also das ist sowas wie einer sagt jetzt, ich bei Rewe oder Edeka oder wo auch immer, wir machen ein Wahnsinns-Sonderangebot. Also sagen wir mal Schweinefleisch im Sonderangebot. Das ist jetzt ein Beitrag gegen den Antisemitismus. Das ist so krank. In meinen Veranstaltungen ist ja der Verfassungsschutz präsent. Ja, er darf ja auch mal was Gutes hören. So, also ich sage immer mit Theo Lehmann, dem großen Pfarrer, der in Chemnitz und Karl-Marx-Stadt überfüllte Jugendgottesdienste hatte, da kamen zu DDR-Zeiten 5000 Jugendliche. Da sagt der Theo Lehmann schon zu DDR-Zeiten, noch nie haben so viele Stasi-Leute das Evangelium gehört. Also, den gönne ich ja mal, was Gutes zu hören. Ich habe gestern in Bautzen gesagt, warum gehen Sie denn nicht in die Moscheen und hören sich die Predigten an, die ja so wahnsinnig gegen den Antisemitismus sind? Es ist ja alles gegen den Antisemitismus. Wir haben ja Ramadan. Und wenn Sie dann Herrn Wüst von der CDU hören, den Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalen, der Muezzin-Ruf ist ein Beitrag zur Integration. Also das sagt nicht die durchgeknallte Claudia Roth, das sagt nicht die durchgeknallte Ricarda Lang. Es sagt ein Spitzenpolitiker der CDU. Und da muss ich sagen, da hört für mich jetzt der Spaß auf. Und ich kann nur noch mal sagen, die CDU ist ein Totalausfall. Und ich frage mich, wieso kommen die noch auf 30% in den Umfragen? Haben Sie denn zum Abschluss trotzdem mal vielleicht frohe Botschaft für die Christen in der Zeit? Also ich kann nur sagen, die frohe Botschaft ist, dass meine These, die ja die junge Freiheit hellsichtig und klarsichtig zur Titelgeschichte gemacht hat, prangte ja riesengroß auf ihrer Titelseite. Vielleicht finden Sie die ja noch, können Sie die einblenden. Wir werden mehr, nicht weniger. Und ich kann nur sagen, die Zeitungen, sowohl wenn ich hier in Cottbus auftrete, Lausitz Arena, 2500 Leute, und die Halle brach aus allen, da waren null Zeitung als Werbung. Ich bin am 1. Mai hier im Spreewald in Golsen, ist die kleinste Stadt Deutschlands, auf dem Marktplatz. Da war ich letztes Jahr schon mal, nicht am 1. Mai, sprach früher Erich Honecker, heute spricht Peter Hane. So ändern sich die Zeiten. Ohne große Werbung waren über 2000 Leute auf dem Marktplatz, also mehr als die Stadt Einwohner hat. Alles nur Mund-zu-Mund-Propaganda und die Vernetzung der Corona-Maßnahmen-Gegner, also dessen, was man also Querdenker. Und Querdenker ist ja der größte Ritterschlag, den es gibt. Die Parteien suchten ja 30 Jahre lang immer nach Querdenkern. Jetzt haben sie sie. Es reicht also eine kurze Bemerkung. Da ist die und die Veranstaltung, Hane, um so und so viel Uhr.
Und alles ist voll. Warum sind die Altparteien geradezu hysterisch gegen diese politische Richtung? Warum erfindet plötzlich die Bundestagspräsidentin, dass ja die AfD 100 Rechtsextremisten in den Bundestag einschleust als Mitarbeiter? Warum erfinden sie plötzlich diese ganzen Fake News, die ja lächerlich sind? Es ist pure Panik, pure Panik. 400.000 Klicks bei der Jungen Freiheit. Da kriegen die doch im Verfassungsschutz und im Innenministerium Schnappatmung. Also selbst wenn sie nur 50 hätten, wäre denen da schon zu viel. Das heißt, ein Auftritt von CDU-Politikern, von Bischöfen oder was auch immer, die sind ja froh, wenn sie 200 Klicks haben. Das heißt, und jetzt will ich es im Ernst auch sagen, wir werden zunehmend zur Gefahr. Und deswegen werden auch die Maßnahmen jetzt immer schlimmer. Und da muss ich sagen, mein Beispiel sind immer die Leute aus dem Osten. Die haben die Diktatur erst kürzlich abgestreift und durchschauen das alles und sind mutig, weil sie im Oktober, November 89 auch mutig waren. Verschlafen ist der sattgefressene, saturierte Westen. Und da freue ich mich, dass die Leute immer wacher werden. Und sie nehmen auch Nachteile auf sich. Sie müssen sich bitte mal vorstellen. Der Bertelsmann Verlag hat vor wenigen Tagen erklärt, die Mitarbeiter, die der AfD nahestehen, sollen bitte kündigen. Ich bitte Sie jetzt mal einen Augenblick darüber nachzudenken. Natürlich sehe ich das, was die meisten nicht sehen. Deswegen muss ich es ja auch immer wieder sagen. Das klingt natürlich besser als Entlassung. Also wenn Miele jetzt gesagt hätte, wir empfehlen den AfD-Sympathisanten zu kündigen, hätten sie jetzt nicht 2000 Leute entlassen müssen. Bei Bertelsmann gehen die Auflagen so dramatisch zurück. Der Stern, der mich zum Beispiel glaubte, mit meinem neuen Buch fertig machen zu können, hat ja das Wunder vollbracht, innerhalb von 20 Jahren 78% der Auflage zu verlieren. Das heißt, der Tagesspiegel, den Sie eben ja mal erwähnt haben in Berlin, hat jetzt das Gendern aufgegeben, obwohl das doch das größte Heiligtum war, weil die Abonnenten weglaufen. Das führt wieder dazu, dass ich sage, natürlich können wir uns wehren. Monika Gruber, die als Kabarettistin von Söder und Co. Und wenn wir beiden jetzt nicht hier so fröhlich säßen, in einer Halle in Bautzen würde ich jetzt schreien. Da kriege ich ja einen Adrenalinstoß, dass ich selber nachher denke, die springen ja die Ärzte schon immer auf, ich müsste unter Sauerstoffzelt. Die von CSU-Leuten fertig gemacht worden ist, ruft jetzt auf zum Boykott der Süddeutschen Zeitung. Das heißt, eine eigentlich links verortete Kabarett ist links. Ja. Es ist nun mal so. Es hat das Image. Und die war ja alles andere als jemals CSU-treu oder irgend sowas. Die sagt, jetzt reicht's mir. Und da kann ich nur sagen, es gibt jeden Tag solche Geschichten und ich nehme sie eben alle wahr, die mir bestätigen, dass wir überhaupt keine Angst haben müssen. Also dann müssen sie ja bald das ganze Volk einsperren, weil der Widerstand wächst, wenn er auch nicht so laut ist wie wir beiden hier oder wie ich, aber er ist da. Spätestens an den Wahlurnen. Ja, und jetzt muss ich noch ein Letztes sagen, weil das ist etwas, wo ich denke, sind wir jetzt wirklich alle verrückt geworden. Da sagen die beiden handelnden Politiker bei Corona, Lauterbach und Braun, Kanzleramtsminister. Ah, stimmt. Die sagen, jetzt am Sonntag stand das winzig klein in der Welt am winzig klein. Also das mit den Lockdowns, das war natürlich alles falsch. Dass wir behauptet haben, dass Impfen hilfreich ist und Ansteckung vermeidet, war falsch. Und jetzt bitte ich auch unsere Zuschauer, mal einen Moment darüber nachzudenken. Erstens, jetzt kriege ich wieder den Anfall, wenn ich jetzt in der Halle stehen würde vor 3000 Menschen. Das Verbrechen,
Die Verbrecher stehlen sich aus der Verantwortung. Mal eben so ein Satz, auch Herr Kretschmer, CDU, der steht ja inzwischen mit seinen Forderungen rechts von der Pegida. Aber Pegida war doch so schrecklich, nur haben die 2015 vor allem gewarnt und hätten die Grenzen zugemacht, wir hätten die Probleme alle gar nicht. So, die sagen mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt, das war ja alles falsch. April. Und jetzt sehe ich dahinter, und dann muss ich jetzt sagen, und ich habe es in der Halle, sowohl in Greifswald auch als in Bautzen, in diesen Tagen, aufgelistet aus dem Stegreif. Hunderttausende von Kindern sind psychisch, physisch, seelisch zerstört. Die Psychiatrien fließen über, Kinder Selbstmord sind bindungs- und gemeinschaftsunfähig etc. Zweitens, Hunderttausende Leute sind in den letzten 3 Jahren einsam verstorben. Ich habe das auf den Punkt gebracht, wir haben unsere Hunde besser sterben lassen als unsere Alten oder als unsere Verwandten. Wir haben zugelassen, dass wir hinter Masken. Lauterbach sagt euch jetzt, das war falsch, dass die Kinder Masken getragen haben. Sie mussten doch Masken im Sportunterricht draußen auf dem Schulhof tragen. Und jetzt, ich könnte mich ja jetzt aufregen, das lasse ich jetzt lieber, sondern sage nur eins. Jetzt kommt der Trick. Und vor allem auch bei frommen Christen. Ich sei ja jetzt also so radikal, ich müsste doch erkennen, man hat das nach dem damaligen Wissensstand gemacht. Wir wussten es doch nicht besser. Und so redet sich ja Söder raus und sagt, dann habe ich doch lieber mit den Maßnahmen etwas übertrieben, weil ich ja nicht wusste, was wir heute wissen. Ja, wollte er nicht eigentlich was Gutes? Ja, und da sage ich Ihnen, das ist der Gipfel, also das ist diabolisch, teuflisch bis zum Endstadium. Denn jetzt können wir die Sendezeit verdoppeln und ich liste Ihnen die renommiertesten Wissenschaftler Deutschlands, Europas und der Welt auf, die vom ersten Tag Corona genau das gesagt haben, was heute plötzlich Konsens ist, beziehungsweise als neue Erkenntnis behauptet wird. Wenn ich mir angucke, jetzt nenne ich keine Namen, aber Sie können den SPD-Abgeordneten früher Wodak, Professor Bachti, was ein Ballweg, der ein halbes Jahr oder fast ein ganzes Jahr unter einem CDU-Innenminister, der Schwiegersohn von Wolfgang Schäuble ist, der ist verantwortlich, dass Herr Ballweg ohne irgendeinen Grund im Gefängnis gesessen hat. Er ist ja wieder laufen gelassen worden, da hat man nichts gesagt. So, jetzt kann ich auflisten, Professor Sönnigsen in Wien, Professor Hockerts in der Schweiz. Wir können alle, hunderte von Namen, Professor Kullen, ein frommer Christ, von der ersten Sekunde an hat er gesagt, lass diesen Mist mit den Masken und dem Impfen, weil er ein Fachmann ist wie kein anderer weltweit. Und noch fromm und christlich. Den Mann haben sie fertig gemacht. Das heißt zu Deutsch, wir haben von Anfang an gewusst, das ist der größte Fake aller Zeiten. Und hätten es wissen können und haben nicht gehört. Und jetzt muss ich sagen, die ganzen Impfopfer, die Leute haben sich bewusst impfen lassen. Wie vielen Leuten habe ich gesagt, seid ihr denn verrückt? Ja, im Vertrauen auf die Regierung. So ist es. Da habe ich eher gesagt, ich vertraue A, lieber auf Gott und B, auf die Stimmen, die er mir sendet. Es waren ja meist Christen, die christliche Wissenschaftler, die gewarnt haben, auch hier an der Charité. Aber wissen Sie, da hört doch jetzt der Spaß auf. Wir sind, also wer hier freiwillig das gemacht hat, als Erwachsener. Ich sage immer, während wir uns über Sitzpinklerinnen und PenisträgerInnen in Berlin unterhalten, in der CDU geführten Regierung, suchen hunderte alter Menschen im Müll
nach Überleben sozusagen, Pfandflaschen, dass sie ihre Miete bezahlen können und alles Mögliche. Das Gleiche ist, während wir die Verantwortung wegschieben, die Politik, ist für mich das Erschütterndste, wenn mir einer mitteilt, dass sein Enkel kindstot, plötzlich tot. Meine erste Frage ist natürlich, hat sich die schwangere Mutter impfen lassen? Dann kriege ich keine Antwort. Wir wussten doch, dass Impfen für Schwangere und gerade für die Risikogruppe tödlich sein kann. Und nun, dass auch das ganze Immunsystem, die Genetik und so weiter verändert. Aber wir gehen zur Tagesordnung über. Und da muss ich sagen, dafür sind wir beiden als Journalisten zuständig, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Deswegen sage ich immer, ich bin gegen das Vergessen, obwohl die Linken das ja anders meinen. Ich bin für Haltung zeigen, obwohl die Linken das ja anders sagen. Und vor allem Gesicht zeigen. Wir müssen Gesicht zeigen. Das heißt, ein Gesicht, das sich hinter einer Maske versteckt, kann ich nicht ernst nehmen. Peter Hane, Sie sehen, ich bin sprachlos. Ja, das ist also, ich meine, ich finde das ja ganz toll, dass so ein alter Mann nochmal so einen jungen Journalisten hier zur Sprachlosigkeit bringt. Ja. Nur ich hoffe jetzt, bei Ihnen bin ich mir sicher, aber alle, die uns jetzt zuschauen, dass wir jetzt in Bewegung geraten. Meine Lieben, wir dürfen uns jetzt hier nichts mehr gefallen lassen. Also Sie geben vielen Menschen da draußen, nicht nur Christen, Hoffnung. Und da danken wir Ihnen auch dafür, dass Sie auch hier sich jetzt die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Und das habe ich gerne gemacht. Ich habe jetzt 50 Meter Weg nach Hause und dann legt sich Opa erstmal ein bisschen hin, denn es kostet ja alles Kraft, was man so macht. Dann kann ich mich mal auch ausruhen, dann darf ich auch mal mich hinsetzen und Sie beobachten uns nicht, während wir nicht arbeiten. Vielen Dank, Peter Hane.